Wie viel haben wir denn jetzt? 9. Oh Gott. Nicht mal die Hälfte. Steuerst du eigentlich das Fadenkreuz? Was? Kann man das steuern? Keine Ahnung, es bewegt sich. Nee, ich hab nichts gemacht. Ich hab einfach nur hinten R1 gedrückt. Ja doch, R1. Ich muss das gleich mal testen, ob man das steuern kann. Wirkungsvoll. Also der greift an, springt meterweit in die Luft und springt dann nach hinten. Mhm. Das würde ich auch gern können. So, okay. Boah, das hat was gelernt. Wenn du Select drückst, hast du das schon mal gemacht überhaupt? Ja, meine ich ja. Man kann ja dann Viereck drücken, dann geht das ja hoch und dann bei mir geht das irgendwie bis 93 oder so und dann fängt man wieder bei 84 an. Hm, weil dann musst du die Hand angucken, die du befasst. Also die auf, das sieht man ja rechts daneben, so eine Hand, die auf dieses Viereckknöpfchen drückt. Und manchmal ist das ein Kreuz durch. Und wenn da ein Kreuz durch ist, darfst du nichts mehr drücken. Darfst du kein Viereck drücken. Ach so. Und musst aber Select, glaube ich, weiterhalten, sonst wird das auch wieder von 0 anfangen. Also von 84 dann. Und da musst du warten. Und wenn das X wieder weg ist, kannst du weiter drücken. Ich habe einfach immer durchgedrückt. Ich habe bis 250 habe ich mal geschafft. Verletzt dann schon eine ganze Menge. Ne, 220 oder 230, 30 glaube ich. Ich wollte das mal bei Cerberus versuchen. Naja, bringt ja nicht viel eigentlich. Ja. Ich habe damals halt immer mit Anfeuern gekämpft. Und mit GFs halt. Gar nicht so auf Zauber und Poppen gesetzt. Und es war echt schwer. Vor allem bei den Sachen mit Zeit. Mhm, genau. Perfekt, ich weiß. Super. Okay, dann nochmal die Emblem-Munition testen. Wow, der kommt aber irgendwie gar nicht dazu. Was diese Tomberis darstellen sollen. Dass Fische sind oder Frösche. Haben die eigentlich einen Schwanz? Ja. Die haben so einen Fischschwanz oder so, haben die einen Schwanz und
Keine Ahnung, was das da schon soll. Ein Drache. Ja, bestimmt. So ein Nachtwächter. Nachtwächter-Drache. So. War schon tot. Ich glaube, so schwer war Tombody gar nicht. Er hat so fiese Angriffe drauf gehabt. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu zählen. Oh, okay. Naja, aber 15 haben wir mindestens. Ja, hab ich mal. Jetzt aber. Ja. Die ist doch eh schon tot. Mach dir nicht die Mühe. CD3 wird höllisch. Ich glaube, da waren die schlimmsten Sachen überhaupt. Böse Gegner. Aber viel also, Geschichte wieder. Ja, ich fand die eigentlich ganz okay. Mhm. Oder was? Ja, also hier, was mich am meisten beunruhigt, ist dieses Adelfiech. Das war CD4. Oh, das war CD4? Ja, ist der, glaube ich, der erste Boss. CD4, glaube ich. Oh, okay. Es war irgendwie, wenn man die kaputt gemacht hat, kann man nicht mehr in Städte rein. Ja, irgendwie sowas. Also bis zum Ende des Spiels, oder wie? Allgemein, ich glaube. Ja, bis zum Ende. Das heißt, man kann auch keine Waffen mehr aufrüsten, oder wie? Auf den Moment nicht mehr. Dann ist ja gut, dass ich jetzt erstmal die ganzen Sidequests mache. Genau. Nee, gegen Ende, da ist man ja irgendwie, ich weiß nicht so genau, man kommt ja dann irgendwann zu Artemisias Schloss. Oder beziehungsweise kommt man ja dann schon nicht mehr in die ganzen Städte rein. Und das bleibt halt auch bis zum Ende. Das Einzige, was man machen kann, ist halt von Ort zu Ort noch zu gehen, aber das bringt eigentlich viel. Halt, musst du das noch machen. 17. So, und die Munition jetzt endlich mal testen. Hat zwar nichts gebracht, aber man kann schon nicht mehr angreifen. Achso, man kann das Ding übrigens nicht steuern. Mhm. Achso. Alter, die wollen mich zu Wurst verarbeiten, ja. Also bei Final Fantasy X hatten die, glaube ich, Schaufeln oder so, ne? Ja, und ich glaube so eine Laterne auch noch. Aber ich glaube, das haben sie jetzt auch, wenn ich mich nicht irre. Ja, doch. Schaufeln weiß ich gar nicht. Ich glaube, die haben immer Messer dabei. Ja, aber das Messer da sieht aus wie ein,
Ja, wie eine Schaufel. Also in der Elf hat uns auch auf jeden Fall böse Arten gemessen. Ich will gar nicht wissen, wie voll meine Festplatte jetzt mittlerweile ist. Meistens so alle 6-7 Minuten 3 Gigabyte voll. Oder 4. Da gibt es wieder einiges abzurendern. Wir sind jetzt auch fast bei 150 Minuten. Ja. Und 45 Gigabyte. Naja, ich habe 130 Gigabyte frei da. Ich sollte nicht so kurz bevor ich anfange aufzunehmen, erst alles rüber zu kopieren. Sonst hätte ich 300 Gigabyte frei oder so. Oh, endlich! Da ist er. Das ist kein Buch, sondern ich muss erschießen. Ich hatte ja fast recht. Oh Gott, schnell, komm mit. Nicht schief gehen. Und Pulsarmunition. Nur das Härteste verwenden. Obwohl, vielleicht hätte ich das jetzt sein lassen sollen. Ich weiß nicht, wie der kommen wird. Schaden war? Ne, bestimmt 2000, oder? Ich hab da nicht so drauf geachtet. Ich glaube 210 oder so. Ja. Das ist bestimmt sowas wie, ich verletze zwar nur, keine Ahnung, 10 HP, aber das stürzt trotzdem egal, was ich mache. Ich hab dich doch nicht angreifen lassen. Ich wollte, dass du den Typen da heilst und so. Nein, ich bin am Arsch. Nee, doch nicht. Was habe ich gesagt? Ey. Jetzt musst du das unbedingt druckeln. Dummes Ding. Phoenix wieder. Gatschigen. Shot, Pulsarmunition und Multi. So. Und sie passt drauf. Super. Ah ja, 3000. Ah, jetzt ist das gut. Schön. Das ist praktisch, dass man dann wenigstens sieht, dass der tot ist. Verschwendet man seine gute Energie nicht so. Was? Achso, nee, ich dachte schon. Voll süß. Tut mir so leid. Ich wollte euch nicht töten. Ich habe euch zwar schon einmal getötet, aber ich wollte euch nicht töten. Schön, schön. Wie wär's mit heilen gelernt? Komm, dann lass mal so. Okay. Dann schnell raus, aber erst koppeln, sonst vergesse ich das wieder. Das weiß ich nicht ganz genau. Ja,
Und sie kriegt den ganzen Abfall, kriegt sie das. Oh ja. Ah, geschafft. Brauchst du Level Minus? Nee, eigentlich nicht. Hab ich noch nie. Ruckel nicht so hier. Hab ich eigentlich noch nie wirklich benutzt. Hm. Ich habe wenn eher Level Plus benutzt, dass das Viech nicht gleich schon. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich das gemacht hatte. Ich glaube wegen Raupen oder irgend sowas in der Art. Puh, okay. Geschafft. So, wir haben jetzt auch um 5. Nee, um was? Um 6 haben wir. Das ist doch krass, ey. Ach du Scheiße. Eine Stunde überzogen. Na gut, ich muss jetzt auch erstmal was essen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Viel zu spät schon dafür. Okay. Naja gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn's heißt, Let's Play Final Fantasy 8. Bis dann. Ciao.